Hallo, mein Name ist Sascha und du hörst den Trailrunning Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Heute ist der 17.3. und das ist quasi die zweite Ausgabe des fast täglichen Talks. Mein kleinen Tagebuch zur aktuellen Situation. Ich habe Feedback bekommen aus der ersten Episode, was das denn mit dem Trailrunning-Podcast zu tun hat, mit einem Sport-Podcast. Mein Gesabbel über aktuelle Probleme, Corona, um das mal einfach aufzugreifen und so weiter und so fort. Und es ist ganz klar, es ist mein Podcast, das sind meine Gedanken, die schreibe ich auch eh schon auf, zwischendurch immer mal wieder. Warum nicht auch im Podcast? Ganz einfach. Ist mein Thema, mein Leben. Und wenn ihr mir da zuhören wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Wenn ihr es nicht wollt, dann braucht ihr die Episoden nicht runterladen. Es ist eine eigene Show geworden quasi. Also man kann auch den Feed irgendwie separat abonnieren oder einfach die hier löschen, die Folgen. Ja, es gab aber auch positives Feedback, weil es da draußen tatsächlich aktuell sehr, sehr viel Panikmache gibt. Und ich das scheinbar nicht getan habe in der letzten Episode. finde ich gut. Gefällt mir, so soll das sein. Ich möchte nämlich keine Panik verbreiten, weil für Panik bin ich einfach nicht weit genug im Thema drin, würde ich einfach sagen. Denn ich kann nicht, ich bin nicht 100% so der Angstmensch, sondern ich gehe da doch recht rational ran an das ganze Thema. Dementsprechend werde ich versuchen, auch weiterhin keine Panik zu schüren. Heute ist der 17.3. Seit gestern sind die Schulen und Kitas dicht hier in Rheinland-Pfalz. Ab morgen, das ist Mittwochmorgen, gibt es einen Lockdown der etwas weicheren Art, würde ich jetzt fast mal vermuten. Denn es werden Geschäfte zugemacht. Also weichere Art ist jetzt natürlich für Inhaber einer Bekleidungsboutique. Bisschen scheiße ausgedrückt, um das ehrlich zu sagen. Denn genau solche Läden werden zu schließen sein ab Mittwoch. Es dürfen also nur noch Geschäfte des täglichen Bedarfs geöffnet sein. Also Lebensmittel, Apotheken, Sanitätshäuser, so der ganze Kram. Restaurants wird es schwer treffen, die eingeschränkte Öffnungszeiten haben und feste Regeln mit Abstand der Tische und so weiter und so fort. So soll das wohl in Rheinland-Pfalz ablaufen. Wenn ihr da genaue Details haben wollt, müsst ihr das einfach mal googeln, beziehungsweise auf der jeweiligen Verbandsgemeindeseite oder Landesregierungsseite gucken. Da stehen die Einzelheiten. Ich möchte jetzt nicht hier alle zitieren. Weiche Ausgangssperre deswegen, weicher Lockdown deswegen, weil es eben keine Ausgangssperre geben wird. Das hat zumindest unsere Ministerpräsidentin hier gesagt in Rheinland-Pfalz. Man darf noch vor die Tür, klar, zum Einkaufen sowieso, zum Arzt sowieso, wenn man arbeiten muss, darf man auch vor die Tür. Man sollte sich halt einfach nur draußen nicht großartig aufhalten. Und in großen Gruppen rumlaufen und eigentlich gesunder Menschenverstand. Aber die Sache mit dem gesunden Menschenverstand ist halt, nicht jeder hat ihn. deswegen wird auch ständig auf ihn hingewiesen, weil ihn eben nicht jeder hat. Und jetzt was? Also heute ist es ein bisschen diesig. Gestern war super Wetter, vorgestern war auch super Wetter. Frühling halt, ne? Es fängt jetzt an warm zu werden. Ich stand gestern mal auf dem Balkon in der Sonne tatsächlich. Und die Sonne war wieder warm, also es geht jetzt dann los mit Frühling, hoffe ich. Und dementsprechend waren jetzt auch viele, viele Menschen draußen.
Ich habe ein paar Leute im Wald gesehen beim Laufen, die ich vorher da noch nicht gesehen hatte. Und da ich den hoch, relativ hoch frequentiere, den Wald, gehe ich mal von aus, dass die ja recht neu waren in diesem Wald, da nicht so oft sind. Zumindest jetzt im vergangenen halben Jahr da nicht so oft waren. Ja, es gab ein paar größere Menschengruppen, die hier rumgelaufen sind, Wandergruppen. Ja, weiß ich nicht, ob man das unbedingt machen muss. Kann ich natürlich aus der Ferne nicht beurteilen, denn man darf sich natürlich auch weiterhin mit den Menschen umgeben, mit denen man sich eh umgibt. Sprich, wenn man eh mit dem Nachbar jeden Abend zusammengehangen hat, Socializing, dann weiß ich nicht, wie weit das Sinn macht, wenn man den Kontakt jetzt einschränkt, ne, klar. Ist halt, denke ich, eine Einzelfallentscheidung. Die Empfehlung ist ganz klar, lasse bleiben. Ja, wird man sich wohl dran halten müssen. Was ich aber immer noch nicht so ganz verstehe, ist, was man jetzt so in den sozialen Medien immer wieder sieht, sind tatsächlich Menschen, Laufgruppen, die noch zusammenlaufen, die zusammen Fahrrad fahren und dann so mit dem Hinweis, ja, bevor es uns verboten wird, gehen wir nochmal zusammen laufen oder Fahrrad fahren und trainieren nochmal zusammen oder nochmal ein letztes Mal ins Fitnessstudio, bevor das Ding dann am nächsten Tag schließt. Das spielt für mich so in derselben Liga wie das Konzert in Mannheim, wo es anstatt 1999 Teilnehmer waren, um dem Verbot entgegenzuwirken. Das ist einfach total am Ziel vorbei. Und die ganze Sache nicht verstanden. Ja, das ist was mir irgendwie nicht in den Kopf geht. Auf der einen Seite geht es mir nicht in den Kopf, auf der anderen Seite kann ich es natürlich auch ein bisschen verstehen, weil wenn wir jetzt die Aussicht haben, dass wir soziale Kontakte sehr, sehr drastisch runterschrauben müssen, um einfach die Verlangsamung einzuleiten, dann liegt es ja ein bisschen auf der Hand, noch einmal sich mit Freunden zu treffen, noch einmal irgendwas zu machen, so dieses typische, wer weiß, wann wir das nächste Mal können. Das macht aber die Situation halt leider irgendwie nicht besser. Weil auch beim letzten Mal beim letzten Treffen in der großen Gruppe, in der Clique, kann man eben den Scheiß einfach nochmal verteilen, das Virus. Und ja, das spielt halt dann gegen die Maßnahmen, die jetzt hier eingeleitet werden. Und ich befürchte, ganz ehrlich, wenn jetzt jeder meint, also es gibt ja hier keine Ausgangssperre, wenn aber jetzt jeder meint, ja, aber treffe mich trotzdem noch mit Freunden, weil es gibt ja keine Ausgangssperre oder nur einmal noch oder nur einmal in der Woche oder wie auch immer. Ne? Es gibt ja immer dann Leute, die sich Ausnahmen suchen. Dass wir dann irgendwann tatsächlich auf eine Ausgangssperre hinauslaufen. Weil diese freiwilligen Maßnahmen, die es ja aktuell noch sind oder die, ja, ich weiß nicht, wie eine Anordnung rechtlich zu bewerten ist, inwieweit das freiwillig ist. Glaube ich eher nicht, sonst wäre es keine Anordnung. Sagt der Name ja schon. Es wird halt nur nicht kontrolliert, so wie es aussieht. Ich finde es einfach Quatsch. Haltet euch einfach da dran, bleibt zu Hause. Es reicht schon, wenn ihr einkaufen geht. Und da fand ich zur Bewertung fand ich dann den Drosten ganz gut, den aktuelle NDR-Podcast Corona-Update, der gesagt hat, ja, man kann das natürlich nicht. Es gibt zwar eine fixe Zahl eben von diesen 1000, die jetzt da auch schon wieder hinfällig ist. Es gibt ja die Empfehlung, halte 2 Meter Abstand, 1 bis 2 Meter Abstand, unterhalte dich nicht lang mit Leuten, umgib dich nicht mit vielen Leuten. Und da sagt er ganz einfach, dass es wieder, man muss es halt eben einfach jede Situation für sich selbst bewerten. Wenn die Frage ist, kann ich noch raus in den Park oder ins Café oder sonst irgendwas, ins Restaurant, weil die Dinger sind ja noch auf, dann sagt er, ja, grundentscheidend sollte eigentlich sein, kann ich die Situation vermeiden, Personen nahe zu kommen, denen ich nicht nahe kommen möchte. Und ja, das ist auch, wird auch so für mich, denke ich, die Richtlinie sein, für mich intern quasi, wie ich Menschenansammlung meide, das ich ja sowieso schon tue eigentlich. Immer wenn ich es nicht in der Hand habe und nicht den Abstand einhalten kann und mich nicht selber sicher verhalten kann, dann werde ich es vermeiden. Klar, einkaufen wird man immer noch müssen. Aber so Sachen werden halt einfach passieren ohne Kinder, wann immer es geht. Jetzt ist es bei mir ja relativ einfach, ohne Kinder einkaufen zu gehen.
Ja. Und dann so schnell wie möglich einkaufen. Vielleicht, ja, antizyklisch sagt sich so schön. Man wird sich erstmal rausstellen müssen, wann man einkaufen gehen kann. Wann nicht die Menschenmasse da draußen ist. Aber beim Sport ist es relativ einfach, finde ich, für mich. Ich bin eh kein Teamsportler gewesen. Ich habe keine Laufgruppe hier in dem Ort, in dem ich wohne. Ich bin zu 99% eh immer alleine unterwegs im Training, schon immer gewesen, aus Flexibilitätsgründen. Und das werde ich auch einfach weiter behalten. Solange es nicht untersagt ist, in den Wald zu gehen, werde ich in den Wald gehen. Weil frische Luft tut gut. Das Virus wird nicht, scheinbar, aktueller Stand, vielleicht nicht über die Luft übertragen, sondern ist eine Tröpfcheninfektion, sprich, je nach Größe der Tröpfchen bleiben die natürlich entsprechend lange in der Luft stehen, wenn man sie aushustet, oder bewegen sich halt auch in der Luft so ein bisschen. Deswegen die 2 Meter Abstandsregel. Ja, aber sie werden irgendwann dann, je nach Größe, früher oder später einfach zu Boden fallen. Und ja, das kann ich, denke ich, im Wald ganz gut vermeiden, weil das recht weitläufig ist. Da sind nicht so viele Menschen, wie wenn ich im Einkaufsladen stehe oder in der Firma bin, ja, was jetzt auch aktuell Homeoffice angesagt ist, weitestgehend. Ja, und dementsprechend sehe ich persönlich und aktuell, glaube ich, auch so die aktuelle Empfehlung, trotzdem noch rauszugehen, sich aber nicht in großen Gruppen aufzuhalten. Oder wenn man in großen Gruppen unterwegs ist, dann sollte es seine unmittelbare Peer Group sein, quasi sein Familienverband, den man eh schon um sich hat. Von dem braucht man sich aktuell natürlich nicht zu separieren. Ja. Schließt aber dann vielleicht auch einfach schon die Schwiegereltern oder Geschwister aus, die man nur alle 2 Wochen mal sieht, die man nicht komplett bei sich hat. Und ja, das wird so meine Richtlinie sein, quasi. Und dann schauen wir mal, dass wir den ganzen Mist so gut wie es geht verlangsamt bekommen. Und ich hoffe echt, dass sich da möglichst jeder dran hält und im Zweifelsfall, wenn er sich nicht ganz sicher ist, ob er rausgehen soll, ob er die und die Aktivität durchführen soll, dann es einfach bleiben lassen. Hört Podcasts, hört Musik, lest Bücher, macht selber Podcasts vielleicht. Ist relativ einfach technisch gesehen, kann quasi jeder machen und jeder hat ein bisschen was zu erzählen. Jeder, der ein Hobby hat, kann irgendwas erzählen. Jeder, der einen spannenden Beruf hat, kann irgendwas erzählen. Die Aufnahmesoftware, die ich jetzt hier verwende, unten drunter, das ist Reaper, die haben jetzt, habe ich gesehen, ein halbes Jahr kostenlos Lizenz angeboten. Das heißt, man kann ein halbes Jahr podcasten. Ultraschall, der Aufsatz, den ich dazu nutze, das ist ein Stückchen Software, das oben drauf kommt, großes Stückchen Software aktuell, ist auch kostenlos. Ist ein Community-Projekt. Hardware brauchst du nicht viel. Einfaches USB-Mikrofon reicht schon. Und dann kann's losgehen. Grundsätzlich, ja. Ich bin mal gespannt, was diese Krise jetzt für Blüten schlägt. Was es an positiven Dingen in uns weckt. Und ja. Passt auf euch auf, passt auf eure Alten auf, passt auf eure Verwandten auf. Wenn es euch gut geht, wenn ihr gesund seid, bietet vielleicht in eurer Umgebung, ja, ich sag mal, einen Einkaufsservice an. Das geht auch ohne persönlichen Kontakt. Man kann den ganzen Einkauf ja dann einfach vor die Treppe stellen, ne? Wie man das halt, keine Ahnung, mit Milchmann früher gemacht hat, Milch auf die Treppe gestellt. Und es gibt mit Sicherheit Menschen, die sich nicht raustrauen, weil sie entweder zur Risikogruppe gehören oder weil sie einfach Angst haben. Schaut, dass er diesen Menschen helft, dass er ja euren Eltern helft, für die vielleicht einkaufen fahrt. Und dann spricht auch, denke ich, nichts dagegen, wenn er sie dann seht, dementsprechend ein bisschen Abstand halten. 2 Meter, 3 Meter, um einfach zu schauen, wie es ihnen geht. Ja, ein bisschen sozialen Kontakt, das ist ja immer ein Problem bei alten Menschen, älteren Menschen, dass der Sozialkontakt abbricht, dass er weniger wird. Und gerade jetzt, wo man sich dann in Zukunft auch nicht mehr außersehen einfach so über den Weg laufen wird für die nächste Zeit, ist das, glaube ich, einfach besser, dass man da ein bisschen drauf achtet. Nutzt das Internet vernünftig, ruft euch an, macht Videotelefonie, dann könnt ihr euch sehen. Ist, glaube ich, auch ganz gut. Und ja, wir hören voneinander.
Ich bin noch ein bisschen hier. Macht's gut. Tschüss.